Hallöchen, da sind wir wieder. Eine Sekunde, ich muss meine Uhr noch stellen. So. Willkommen zurück bei Tomb Raider. Wir werden jetzt diese Gittertür wegsprengen, um diesem gruseligen Ort zu entfliehen. Ja, geh da weg, das ist ekelhaft. Hoffe ich jedenfalls, dass das funktioniert. Hope you for the beste Lösung. Ah! Bin so klug. Früher waren die Rätsel schwieriger in Tomb Raider. Aber da wäre jetzt wahrscheinlich irgendein Hebelrätsel gekommen, das überhaupt gar keinen Sinn ergeben hätte. Ein Wunder, dass noch nicht alles hochgegangen ist. Vielleicht müssen wir die Öffnung in der Grube wieder verschließen. Wenn's lose ist, überlassen wir es der nächsten Schicht. Hey, lasst euch nicht zu lange Zeit. Ich will weiterspielen. Ja. Was ist, wenn die Unheiligen rausfinden, wie man die Scheiße anzündet? Scheiße. Okay. Ich hasse es hier. Also, ich sehe mir das mal an. Du kannst hier bleiben. Danke, Mann. Oh, ich mag, dass sie sich trennen. Da dreht er sich um, der Arsch. So. Ganz leise. So, der wird sich gleich erschrecken. So, der gerade pissen war, wird nicht helfen kommen. Und ich glaube, der ganz oben wird nicht gehört haben, dass der jetzt um Hilfe geschrien hat. Jungs, ihr, die so widerlich seid, Fütterung seid, Leiche, ne, wisst schon. Ich bin dann mal, ne, weg. Hier gibt's noch Bergungsgut in Form von Futter. Und ein Geocache. Jetzt fehlen nur noch zwei. Also ich fände es schon cool, wenn wir hier alle finden würden. Hey, du bringst das Brett durcheinander. Ganz ruhig, du verlierst sowieso. Ach, nicht. Babum! Babum? Komm, der hat Sprengstoff, oder? Ich habe mich geirrt, der hatte keinen Sprengstoff. Was bist du denn? Was auch immer du bist, du brennst? Wo kam der jetzt her? Nee! Na! Ah! Oh, leck mich doch! Brenne! Geht doch. Ich hätte dich ja in die Luft jagen sollen. Oder gleich hintereinander schießen. Ich dachte... Oh, ich glaube es immer wieder, dass diese Typen explodieren können. Alicia, Schätzchen. Ich wollte das nicht schreiben, aber ich muss. Denn es ist vielleicht meine letzte Chance. Oh. Deine Mama ist in Schwierigkeiten. Und ich bin möglicherweise eine sehr lange Zeit weg. Ich weiß nicht, wann und ob du das hier je liest, aber du sollst wissen, dass ich für dich gekämpft habe. Alles in meinem Leben war für dich. Die Jobs, weg von zu Hause, das gesparte Geld, die vielen Opfer. Ich bedauere, was du jetzt alles ohne mich durchmachen musst. Falls ich nicht zurückkomme, suche Conrad Roth. Du kennst ihn nicht, aber er ist der beste Mann, den ich je getroffen habe. Und er ist dein Vater. Du hast deine Augen. Du bist das Licht meines Lebens. Und ich liebe dich über alles. Wir müssen sie retten. Alle beide. Way und Worth. Da führt kein Weg mehr vorbei. Die arme Tochter. Ja, hör auf damit. Halt doch mal die Luft an. Ich will da rein. Ich will auch mal... Haben wir nicht letztens ein Lagerfeuer? Habe ich das übersprungen? Wir haben doch jetzt wieder so viel Bergungsgut. Das könnten wir alles benutzen. Ohne Probleme. Okay. Da rollt doch gleich irgendwas runter, wie es aussieht. Was haben wir denn? Gas. Warum...
Ja, das können wir gleich gucken, was ich da sprengen soll. Ein Lagerfeuer! Und noch mehr Bergungsgut. 843. Mamma mia! Ein Fähigkeitspunkt. Beherrscht diesen Ort. Matthias glaubt, dass Himikos Geist uns hier festhält. Es ist unmöglich. Es ist unmöglich. Aber er ist so irre, dass er vielleicht schon fast wieder zurechnungsfähig ist. Der Helikopter bringt uns hier nicht weg. Du weißt das, Lara. Tief in dir drin. Ich muss die anderen warnen. Wenn wir an Bord gehen, sind wir tot. Nach dem, was wir gesehen haben, nämlich eine Armee von Untoten, die alles niedermetzelt, also diese komischen Samurai, glaube ich dem da schon? Also, Lara, ich glaube ihm. So, dann nehmen wir jetzt mal Orientierung wegen versteckten Belohnungen. Ne, dann blinken auch die, wobei ich nicht glaube, dass uns das so viel helfen wird. Aber was soll's. Nein, Moment, zurück. Ausrüstung. Wir haben nur unseren Bogen dabei. Und da haben wir alles. So ein Schrottmist. Jetzt haben wir schon so viel von dem Kram und ich kann es nicht benutzen, weil wir unsere Waffen nicht da haben. Kriegen die alles zurück. Ach jo, wir klettern einfach nur rüber. Geht natürlich auch. Halt! Ach so. Ich dachte gerade, da blinkt was. Ein Geocache oder so. Aber nein, das ist nur Elektrizität. Oh, ich hatte den Gestank vergessen. Es ist still. Ich glaube nicht, dass sie da unten ist. Wollen wir einfach gehen? Nein, wir müssen sicher sein. Durchsuchen wir die Grube. Huch! Oh je, Mine, so schnell kann's gehen. Ist er gerade ausgewichen? Brennt! Oh. Wie unangenehm. Ja, ich brauchte ja gar keinen starken Schuss mehr. Der Helm war ja schon weg. Das ist gleich noch bei dir, oder? Kopfschuss, Killer. Ja, vielleicht hätten wir uns auch vorbeischleichen können. Aber mal ganz ehrlich. Jeder, der jetzt stirbt, der kann uns dann später nicht in den Rücken fallen. Und bringt Bergungsgut und Erfahrungspunkte. Es gibt keinen Grund, sie am Leben zu lassen. Arschlöcher sind sie auch noch. Wir haben also nichts und auch wirklich rein gar nichts falsch gemacht. Noch mehr Unkraut. Wir können nochmal jetzt unseren neuen, geschärften Sinn einsetzen, um vielleicht Artefakte, Tagebücher, irgendwas. Nö, eine Felswand, damit wir da hochkommen, weil es hier kein Durchkommen gibt. Das hätte man mir auch gleich sagen können, dann wäre ich nicht nochmal runtergedümpelt. Auf, Lara! Viel Feind, viel Ehr! Wir müssen ja Sam retten. Wer weiß, was nach dem Feuerritual noch kommt. Diese neuen Diener unterstellen sich euch. Unsere Stimmen brennen. Unsere Herzen brennen euch. Mit Feuer sind wir an euch gebunden. What are you talking about? Bla bla bla. Haben wir noch einmal einen erwischt. Ich brauche Hilfe!
Was? Ich dachte, die bemerken mich nicht. Die haben sich ja alle hingehockt und gesungen. Fleisch in die Flammen, Fleisch in die Flammen. Ich dachte mir so, gut. Mach das. Konnte ja keine Ahnung, dass sie das gleich bemerken. Hat doch gereicht mit dem Dampf. Sehr gut. Dann war es auch intelligent, ihn hier oben zuerst zu töten. Sekunde, ich stecke fest. Also die Sprengzeuge, die überall rumliegen. Warum sollte ich jetzt Überlebensinstinkt einsetzen? Ich habe noch nichts gemacht. Aber sie haben gesungen, Fleisch in Flammen und jetzt sind sie in Flammen aufgegangen. Witzig, ne? Ja. Ich sollte es lassen. Bevor ich jetzt da hochgehe, fällt mir gerade so ein, hier oben war ja noch was. Nämlich... Wollt ihr mich rollen? Jetzt sagt mir nicht, da hinten war ein Haufen Säcke, die ich nicht verbrannt habe. Nö. 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 Das hätte man mir auch sagen können. Ich renne jetzt nicht zurück und hole mir den ganzen Kram. Ich brauche weder Erfahrung noch Bergungsgut. Von beidem habe ich mehr als genug. Leckt mich doch. Hier, ein Geocache. Jetzt haben wir, glaube ich, alle gefunden. Wir haben alle Geocaches gefunden in den Kavernen. Woo! What? Was kann man damit machen? Aha. Meine Begeisterung hält sich im Moment in Grenzen. Geht das nochmal? Nö. Warum auch? Weil wir machen jetzt... Ach so. Kombiniere. Sekunde. Buff. Hui. Kling. Buff. Hui. Kling. Wow. Das war zu viel, Lewa. Lewa. Du musst es mal wieder übertreiben. Jetzt lauf doch. Schneller. Die Explosionen sollten hinter uns sein, nicht vor uns. Ja, Lever, der Plan ist aber weiterhin laufen. Seit der Flucht des Alten wollen sie kein Risiko mehr eingehen. Diese Neuen machen nur Ärger. Wir sollten sie alle zu den Oni schicken. Und... Hilf mir mal! Natürlich habe ich den erwischt, der gerade geredet hat. Kuckuck! Dankeschön! Danke! Da, Wei, die müssen wir retten. Lara, wie zum Teufel kommst du hier rein? Ich hatte ein bisschen Hilfe. Grim? Ja. Er hat's nicht geschafft.
Scheiße. Mann, ich dachte immer, den könnte nichts umbringen. Er hat sich geopfert, damit ich es hierher schaffen konnte. Ein Rettungshelikopter ist auf dem Weg. Sie halten Sam allein fest. Habt ihr Whitman gesehen? Er kam wohl nicht bis zu den Gästezimmern. Mr. Showbiz lässt es sich wohl gut gehen. Wir werden ihn finden. Und Sam auch. Aber von hier oben sind wir machtlos. Irgendwie kriege ich euch da schon raus. Ja, das kriegen wir hin. Wir müssen das Ding locken. Los, Jungs. Nochmal. Okay. Bereit? Jetzt! Es ist sinnlos, Reyes. Bereit? Jetzt! Das nochmal. Immer mit der Ruhe. Hier läuft eine komische Scheiße. Sie haben von einem Sonnengeist geredet. Sonnenkönigin. Die alte Herrscherin von Yamatai. Du meinst, das hier ist Yamatai? Haltet euch irgendwo fest! Haben wir es also doch gefunden. War nicht ganz so wie erwartet, was? Die Untertreibung des Jahres. Sam hat irgendetwas damit zu tun. Ihr Anführer glaubt, sie sei so eine Art Schlüssel. Na toll. Einen eigenen Charles Manson haben sie auch? Er heißt Matthias. Arme Sam, hoffentlich finden wir sie. Alles der Reihe nach. Erstmal müssen wir aus dem Käfig raus. Ja, dann müsst ihr nur einmal kurz aufhören zu reden. Ja! Ja! Also würde unter mir alles explodieren. Der Boden wölbt sich schon. Vergiss es, Lara. Hol uns einfach nur hier raus. Auf der anderen Seite ist noch ein Gegner. Du machst das großartig. Eins noch und wir können alle zusammen hier raus. Okay, was jetzt? Jetzt? Es ist da drüben fest. Festhalten. Wow! Ja, nee, ist klar! Wir liegen auf einem Vulkan! Ein Problem? Da ist überhaupt kein Boden mehr. Was ist dieses Ding? Oh Mist, das ist übel. Das ist nicht übel, das ist riesenübel. Ich habe den Weg gefunden. Ja, leck mich! Leg mal einen Zahn zu! Ja, ich mach das schon! Ganz allein als kleines Mädchen! Es ist ja nicht so, als würde ich hier gerade über einen Vulkan laufen. Du musst halten. Wir haben laute Explosion und leise Stimmen. Das ist keine gute Kombination, muss man sagen. Ich laufe. Jetzt auf. Ja, aufstemmen. Wie konnte ich das vergessen? Dafür haben wir natürlich auch noch Zeit. Yeah. Feuer. Feuer. Raus hier. Feuer. Wo ist der Weg? Feuer. Oh, nee, doch nicht wirklich. Raus! Oh, Moment, Sekunde. Dankeschön, danke. Dankeschön, danke. Ja, ja, danke. Einfach weitergehen! Dankeschön, danke.
Wow! Ja, ich wäre nicht auf die Idee gekommen, stehen zu bleiben, außer mal ganz kurz zu looten. Da, komm schon hoch da. Hier fliegt doch gleich schon wieder irgendwas. Wo ist sie? An alle, springt hinterher! Er macht's richtig! Danke! Schön, dass alles explodiert, wenn andere da sind und nicht ich. Du bist doch eine brennende Leiche, her damit! Niemand geht. Das habe ich auf Japanisch vor dem Absturz gehört. Das Ritual aus Emikos Grab. Was interessiert Matthias so daran? Macht? Meistens ist es Macht. So, wir folgen denen mal. Die kennen sich hier aus. Sollte ich da jetzt E drücken, um irgendwas aufzuheben? Ich habe es nicht getan. Moment! Habt ihr nicht gerade andere Probleme als mich? Brennende Gebäude und so? Ey, komm, ich sehe doch den Kopf. So, hat jetzt auch erledigt. Ja, ich habe ihn jetzt nicht gelootet. Habe ich vergessen, ich dachte, das hätte ich schon getan. Jetzt schießen die auch noch auf uns. Alles fliegt in die Luft und die haben noch den Gedanken, auf mich zu schießen. Lever, ach komm, leck mich doch. Da kommt es halt nicht ran. Ist das nicht der Schrein? Das muss doch der Schrein sein. Du! Lara, du lebst. Sie ja auch. Ich meine, sind Sie okay? Was war los? Sie sehen mich nicht als Bedrohung, deswegen kann ich mich hier fast frei bewegen. Wussten Sie, dass die anderen festgehalten werden? Ja, Sam ist da drin. Aber ich kann sie nicht befreien ohne Waffe. Diese Solari sind ein anthropologisches Wunder, Lara. Das sind irre Mörder, Dr. Whitman. Wir müssen unsere Leute da rausholen. Natürlich, klar. Ich passe hier auf. Ruf mich, wenn es sicher ist. Du bist ein dummer Wichser. Du lässt das arme Mädchen vorausgehen. Naja, gut. Das ist ein Feigling, jetzt haben wir ja schon gemerkt. Ich glaube, du verstehst nicht. Du wurdest auserwählt, Samantha. Das ist eine große Ehre für dich. Für uns alle. Manche haben schon geglaubt, wir finden dich nie. Und jetzt bist du hier. Er schießt ihn. Ich weiß, Sie denken, ich bin was Besonderes. Das bin ich nicht. Und ich will nicht auserwählt sein. Es geht nicht darum, was du willst. Sondern darum, was du bist. Tu es. Hemikos Blut fließt durch deine Adern. Tu es jetzt. Ich denke, du weißt das, Samantha. Sie sind irre, Matthias. Warum tun sie das? Du suchst nach Logik und Vernunft, aber da ist keine. Denselben Fehler habe ich auch begangen. Ich dachte, uns könnten Schiffe erreichen und Flugzeuge nicht vom Himmel fallen. Ich will einfach nach Hause. So wie ich. Seit Jahren habe ich auf das hier gewartet und mein Leben gegeben. Denk nicht, ich hätte nicht versucht, jetzt, von hier wegzukommen, von diesem Ort. Wir alle sind gefangen. Aber du, Samantha, du hast die Macht, uns zu befreien. Viele haben für diese Gabe ihre Seelen freiwillig gegeben. Die Brände werden schlimmer. Das andere Mädchen ist weg. Das muss ein Ende haben. Dimitri! Bewache sie mit deinem Leben. Warum erschießen wir Matthias nicht? Er ist doch nicht der Schlimmste von allen. Lara, oh mein Gott, du bist hier. Ich war hier schon kurz vor Durchdrehen. Ist okay. Ist okay. Alles wird gut. Meine Waffen. Wie sollen wir hier nur wieder rauskommen? Wir müssen los, bevor er zurückkommt.
Lassen wir ihn doch zurück. Mein Vorschlag. Lauf, Lara, lauf! Pass sie! Zurück! Lauf! Zurück in den Thronsaal! Jetzt sind gleich erschossen. Warum schießen wir nicht gleich? Warum gehst du so weit vor? Ich komm schon irgendwie raus. Ja, leck mich doch. Tut mir einen Gefallen und geht drauf, alle. Sekunde. In Händen dieser Wahnsinnigen sind die Maschinengewehre ziemlich effektiv, muss man sagen. Der schießt einfach durch seine Verbündeten durch. Nicht flankieren lassen, Lara. Den im Kopf treffen. Na komm, zeig doch dein Gesicht, du. Du bist der Nette, der explodieren kann. Schön, noch mehr von den Sprengstofftypen. I like. Jetzt nicht. Planänderung. Wisst ihr? Ihr lasst mir keine andere Wahl. Jetzt muss ich doch meine super effektive Pistole benutzen. Meine Pistolen kann aber ja auch Schrot. Ja, ja, ja. Alter, jetzt können wir die Schrotflinte mal aufrüsten. Super. Hyper, hyper Laser Party. Das ist sowas von Laser. Ich hoffe, wir haben da drin jetzt nichts vergessen. Ernsthaft. Tut mir doch den Gefallen und lasst mich einfach in Ruhe. Geht ins Dorf und rettet die Auserwählte. Danach kann ich sie retten. Alles ist gut. Alles ist tutti. Nichts da. Ich glaube, es hackt wohl. Ach, komm noch. Tu ich doch gar nicht. F muss ich drücken, nicht E. Das haben wir gleich. Und im richtigen Zeitpunkt. Gott, bin ich behindert. Hey, ich hatte die Fähigkeit, das sofort zu tun. Hatte ich die schon? Ach nee, bei Schwergerüsteten muss ich es auch noch freischalten. Ich erinnere mich. Aber wir sind heftige Killermaschinen. Das muss man schon mal sagen. Was? Was? Dir geht's doch nicht ganz gut. Ja, genau, zerfetzt ihn.
Gut, das weiß ich wirklich klug. Das war's mit dem Versteckspiel. Jetzt bist du fertig, Mädchen. Die Ziel... Der denn? Deswegen mittlere Maustaste, okay. Wir haben einen fucking Granatwerfer auf unserer AK. Ja, lauf! Ja, genau! Richtig. Wir laufen in der nächsten... Wir glauben dir, Lever. Von Nikolai. Die haben wir ja getötet. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir uns weiter durch diese Massen von Gegnern schnetzeln. Bis dahin, ciao!